Gerald spielt für 6 Ulm. Aufschlag. Dann ist die Cut. Dem hat man den Vorzug gegeben. Bislang war immer die Nummer 4. Den Vorzug vor Dr. Nico Christ. Hintergründe müsste ich noch recherchieren. Zwei gute Ausschläge. Man kann auch sagen, zwei misslungene Returns des Gegners. Nimmt man mit? Das mag Dennis Dickhardt, wenn er so returnieren kann. So, bis 6-6 hat er gut mitgehalten, der Angstfeld Gerold. Jetzt 4 schnelle Punkte zugunsten von Hilferstein. Gleichzeitig werden. Wenn er endet, ist der Schiedsrichter am Tisch. Und da wird es noch mal eng. Sagen jetzt nochmal die Banane, das Markenzeichen von Dennis Dickhardt. Darauf muss man vorbereitet sein, wenn man gegen ihn spielt. Am Nebentisch Dennis Klein mit 8-9 hinten im ersten Satz gegen Christian Nagy. Aber die Saarbrückner führen mit 2-0 erstmal. Ein Punkt brauchen sie noch gegen Passau. Nein, wir gehen zurück. Wer das Spiel sehen mag, Zugwort Nagy gegen Klein auf dem YouTube-Kanal Reinhard Steinbrecher. Das liebt er. Erneut die wunderschöne Dennis Dickhardt-Banane auf den Punkt. Und der junge Gerold schaut nur zu.
gut, aber das ist schon drauf einstellen müssen. Das sind ja weiche Bälle, die kann man durchaus retournieren, wenn man drauf eingestellt ist. Jetzt hat auch mal eine etwas schnellere Rückhand als Return eingesetzt. Also nach anfänglichen Startschwierigkeiten, weil Dennis Dickert scheint das jetzt hier ganz gut zu laufen. Ist durchaus einer, der auch immer ein bisschen Feintuning braucht. Das heißt, am Anfang erstmal ein paar Unsicherheiten, bis es dann läuft, und jetzt scheint es zu laufen. Gerhard bringt eigentlich keinen Aufschlag auf den Tisch stehen, denn es nicht sofort angreifen kann, so wie eben gesehen. Ja. Seit dem 6:6 im ersten Satz hat Gerhard nicht mehr viel getroffen. Das ist zu schlecht. Wie wäre es denn einfach mal mit einem richtig kurzen Aufschlag, Herr Gerold? Schlimmer kann es ja nicht werden. Jetzt war er mal drauf vorbereitet auf die Banane. Das geht doch, das ist Kopfsache dann. Nicht nur einfach zusehen, was der Kinistiker da so schönes macht. Am Schluss macht das immer noch spannend. Das war im ersten Satz auch schon so. Ja. Und das ist dann die Folge. Da hat er den ganzen Satz wie ein überlegener Spieler ausgesehen. Und jetzt steht es 10:10. Jetzt macht er wieder bei 10:10 einen dummen Aufschlag und schaut zu. Reagiert überhaupt nicht auf die Banane. Ja, ja, nochmal gut gehabt. Wenn es gut ist, das hätte uns auch gegeben können. Akku macht schlapp, also Satz Nummer 3 dann auf YouTube, Reinhard Scheinbrecher, Suchwort Dennis Dickert gegen Gerold. Ein weiterer Clip.